Wir leben auf einem reichen Planeten. Haben vor über 30.000 Jahren begonnen, dessen Schätze zu heben. Die Spuren, manche davon Narben, sind allgegenwärtig. Sie zeigen, dass wir ohne Bodenschätze nicht wären, was wir sind. Der Ausbiss ist der Teil einer Lagerstätte, der bis an die Erdoberfläche heranreicht. Hier in den Ruhrbergen hatte man zum Beispiel den Ausbiss von Kohleflözen. Dort hat man die Kohle gefunden, nach ihr gegraben. Und dort findet man heutzutage auch immer noch Pingen, das heißt Spuren des oberflächennahen Abbaus. Unser Museum bewahrt, zeigt, wo wir herkommen. Es überrascht, weckt Neugier. Unser Museum forscht, zeigt, wo wir hingehen. Das Deutsche Bergbaumuseum ist ein Leibniz-Forschungsmuseum. Es liegt im Ruhrgebiet und ist das größte seiner Art, weltweit. Glück auf ist der Gruß der Bergleute. Allgemein versteht man heute darunter, man wünscht sich Glück, dass man wieder gut und heil zur Tagesoberfläche kommt. Die eigentliche Bedeutung ist allerdings eine etwas andere. Und zwar hat man sich mit dem Gruß Glück auf gewünscht, dass sich die Erzgänge unter Tage auftun. Und damit hat man sich im Grunde Erfolg gewünscht. Mineralische Bodenschätze sind Bausteine unserer Zivilisation. Wortwörtlich, jedes Auto, Stahl, Kupfer, Glas besteht zu 80% aus Bodenschätzen. Jedes Haus, Stein, Ton, Mörtel zu 90%. Jedes Handy, Gold, Platin, seltene Erden zu 15%. Seltene Erden bezeichnet eine Gruppe von Metallen. Diese werden heute verstärkt gebraucht zur Produktion von technischen Geräten, beispielsweise für Handys, für Bildschirme oder auch für modernen Fahrzeugbau mit dem Einsatz von Akkus. Wenn die Blätter eines Baumes unsere Welt darstellen, wären Wurzel und Stamm unsere Geschichte. Die Geschichte des Bergbaus beginnt vor über 30.000 Jahren mit der Suche nach Farbe und Feuerstein. Von da an werden ständig neue Bodenschätze erschlossen: Kupfer, Bronze, Edelmetalle, Salze. Die Technologien zum Abbau werden reifer, die abgebauten Mengen größer. Eisen und Kohle werden schließlich zum Treibstoff einer Epoche. »1951 schließen sich 6 europäische Länder in der Montanunion zusammen. Sie wollen Eisen und Kohle zollfrei handeln. 1993 wird daraus die Europäische Union. Bergbau spiegelt unsere Geschichte, von den Anfängen bis heute.« »Bergbau wird aufwendiger, weil leicht gewinnbare Lagerstätten weitestgehend abgebaut sind.« Das heißt, man muss in immer größere Tiefen vorstoßen. Diese Vorkommen haben dann in der Regel auch weniger Metallgehalt prozentual. Das heißt, man muss immer größere Mengen abbauen, um die entsprechenden Mengen an Erz oder mineralischem Rohstoff gewinnen zu können. Ein Bergwerk fördert Bodenschätze. Das Deutsche Bergbaumuseum fördert historische Objekte. Wir suchen, erforschen und pflegen sie. Über 230.000 Objekte, die erzählen, wie sich der Bergbau entwickelt hat. Historische Schätze entfalten ihren Wert nur dann, wenn sie mit Besuchern, Studenten und Wissenschaftlern geteilt werden. Mit dem Montan-Doc hat das Deutsche Bergbaumuseum eine einzigartige Online-Plattform geschaffen. Über sie können Teile der Objekt- und Dokumentensammlung recherchiert werden. Frei zugänglich von jedem Ort.
Grubenpferde hat es unter Tage gegeben zum Ziehen von Förderwagen. Das letzte Grubenpferd war Tobias, hier im Ruhrgebiet bis 1966 im Einsatz. Diese Grubenpferde haben in der Regel mehrere Jahre unter Tage verbracht und den Bergleuten wertvolle Dienste geleistet. Bodenschätze fördern ist enorm aufwendig. Wer das verstehen will, muss unter Tage. In unser Anschauungsbergwerk, das auf 2,5 Kilometern Strecke zeigt, was Bergbau eigentlich bedeutet. Wer das erfährt und begreift, wird Bodenschätze mit anderen Augen sehen, ihnen vielleicht mehr Respekt entgegenbringen. Hinter der Hacke ist es düster. Das heißt, dass man irgendwo unter Tage vor einer Wand steht und weiß nicht, wie es dahinter aussieht. Das heißt, man wird mit der Hacke reinschlagen und kennt das Ergebnis noch nicht. Wenn eine Kupferprobe sprechen könnte, würde sie vielleicht erzählen, dass sie 2000 vor Christus in Veshnavé abgebaut wurde, einer Bergbausiedlung im Zentral-Iran. Sie würde erzählen, wie aus ihr eine Opferschale wurde, auf welchem Marktplatz sie verkauft wurde. Archäologie ist Spurensuche, Archäometallurgie ein Spürhund. Das Deutsche Bergbaumuseum ist einer von wenigen Standorten weltweit, an dem Montanarchäologie und Archäometallurgie betrieben werden. Seit über 30 Jahren forschen bei uns Chemiker, Archäologen, Geologen, Mineralogen und Historiker interdisziplinär zum Bergbau. Ihr Ziel? Die Entstehung von Handelswegen nachzeichnen, das technische Know-how vergangener Kulturen ergründen, die Wurzeln unserer Zivilisation freilegen. Wetter sind die Gasluftgemische unter Tage. Matte Wetter würde bedeuten, dass man zu wenig Sauerstoff hat. Böse Wetter, da hätte man CO2, giftige Gase. Es gibt schlagende Wetter, da hat man einen hohen Anteil an Methan. Dieses Methan kann in einer bestimmten Konzentration explodieren. Unter Tage arbeiten heißt in feindlicher Umgebung arbeiten. Dabei entsteht Erfahrung und Wissen. Das lässt sich übertragen. In der Materialkunde erforschen wir, wie sich Material unter welchen Bedingungen zersetzt. Wir entwickeln Verfahren, um schädliche Umwelteinflüsse zu simulieren, verfeinern Abwehrmaßnahmen, um Material zu schützen. Den Sandstein des Kölner Doms beispielsweise. Und damit schließt sich der Kreis. Das Deutsche Bergbaumuseum erforscht unsere Geschichte und bringt sie in die Zukunft. Willkommen im Deutschen Bergbaumuseum. Wir sind Bergbau. Besuchen Sie uns.